dich zu einer Hure. Jetzt mache ich sie zu einem Bordell. Wir haben eine Frau als Hauptfigur, Clara Wäscher oder später dann Claire Zachanassian. Und ich finde es ganz, ganz toll, eine Frau zu haben, die sehr leidenschaftlich agiert, die gesellschaftliche Themen anspricht, die auch gegen die Macht der Männer ankämpfen muss, die uns zeigt, wie das Leben sein kann, wenn man das Geschlecht nicht beachtet, denn das, finde ich, tut sie. Sie wird erst aufgrund ihres Geschlechtes ja in eine schlimme Situation gebracht und kommt aber dann als ein Mensch raus, den ich eben als Menschen sehe und nicht mehr als Mann oder Frau, und das finde ich faszinierend. Es war Winter. Einst, als ich das Städtchen verließ, frierend, hochschwanger, die Einwohner grenzten mir hinterher. Da beschloss ich, zurückzukommen. Einmal. Nun bin ich da. Nun stelle ich die Bedingung, diktiere das Geschäft. Frau Zachanassian! Sie sind ein verletztes, liebendes Weib! Ich bin Astrid Haas und in dieser Spielzeit darf ich am Salz und Pfeffer mit meinen Kolleginnen im Besuch der alten Dame die männlichen Rollen spielen, zum Beispiel den Alfred Ill. Also Alfred Ill ist auf jeden Fall jemand wie viele in Göln, der seine eigene Haut retten möchte. Er hat gelogen, um seinen eigenen Ruf zu wahren. Und ich glaube, solche Menschen trifft man sehr oft, weil viele Leute lügen, um sich selber in ein rechtes Licht zu rücken. Deshalb glaube ich, dass wir vielen Menschen, die Alfred Ill im Alltag begegnen und vielleicht auch selber mal so eine Rolle spielen durften in unserem Leben. Wir sind nur Menschen und müssen nun unsere Schulden bezahlen. Mhm. Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Zachanassian, wir haben... Das Tolle an Dürrenmatts Stück ist, dass er sehr grausam sein kann, aber immer auch eine Moral dabei hat. Und natürlich werden ganz viele Gefühle geweckt in dieser Produktion. Die Frage, was würde ich in der Situation tun, ist ja genau die Frage, mit der Dürrenmatt uns am Ende von diesem Stück nach Hause schickt. Das Stück bietet keine Antworten darauf, was man tun soll, sondern man soll sich darüber Gedanken machen und sich selber fragen, wäre ich denn bereit, über Leichen zu gehen für meinen Wohlstand?